eine Woche vom BAföG leben. Ich probiere es aus. Scheiße. Ich möchte ein Verständnis dafür entwickeln, ob man damit im Alltag klarkommen kann. Wisst ihr, was das Gute ist, wenn man keine Soßen bei Nudeln hat, dann schmeckt man den Teiggeschmack. Dafür treffe ich Leute aus unserer Puls-Community, die mir von ihren Erfahrungen berichten. Da kann ich mir auf jeden Fall nichts leisten in München. Da kann ich mir vielleicht 5 Bier leisten. Ja. Ich habe mein Studium vor kurzem abgeschlossen, führe also kein Studileben mehr, werde es aber für den Selbstversuch wieder aufleben lassen. Cheers! Es gibt viel Kritik am BAföG. Ich versuche zu verstehen, warum und ob diese Kritik berechtigt ist. Am Ende frage ich beim Bildungsministerium nach, was sie zu unserer Recherche sagen. Bevor ich weiß, wie ich leben kann, muss ich mir natürlich angucken, was der aktuelle BAföG-Satz ist. Hast du eine Ahnung? Nee, habe ich nicht. Wahrscheinlich ist es unter 1000, aber es müsste 1000 sein. Und für was steht BAföG eigentlich nochmal genau? Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Und ganz einfach gesagt geht es dabei um Kohle, die ihr vom Staat kriegen könnt, wenn eure Eltern nicht so viel Geld verdienen und ihr zur Schule geht, eine Ausbildung macht oder eben ein Studium. Die Idee dahinter? Das Geld soll alle Kosten abdecken, die Studis im Schnitt so haben. Studierende müssen nach dem Studium einen Teil der BAföG-Summe zurückzahlen. Maximal die Hälfte des Geldes, das sie in der Regelstudienzeit erhalten haben und nicht mehr als 10.010 Euro. Also der Höchstsatz, den ich bekomme, sind 752 Euro. Ja, es ist halt extrem wenig, ne? Diese 752 Euro sind der Höchstsatz für Studierende ohne Krankenkassenbeiträge. Die übernimmt das BAföG zusätzlich für alle, die nicht über die Eltern mitversichert sind. Je weniger die Eltern verdienen, desto mehr Geld kann man kriegen. Aber der BAföG-Satz ist in jeder Stadt gleich hoch. Mir war nicht bewusst, dass das deutschlandweit gleich ist. Warum, was denken die sich denn dabei? Schließlich kostet ein durchschnittliches WG-Zimmer auf dem privaten Wohnungsmarkt in München ganze 697 Euro. Ein normal großes Zweier-WG-Zimmer wäre mit BAföG nicht drin. Ein kleines Zimmer in einer Fünfer-WG vielleicht schon. Wir haben immer noch Corona, sonst hätten wir mich vielleicht eine Woche in ein WG-Zimmer, in eine Fünfer- oder Sechser-WG gepackt. Geht halt gerade nicht, Zahlen steigen wieder. Deswegen werde ich probieren, meine Wohnung so zu verkleinern, dass ich auf ein kleines WG-Zimmer komme. Klar ist es jetzt nur eine Annäherung, aber wir wollten es einfach mal exemplarisch probieren. Und ich werde dann hier auf der Couch schlafen. Damit sich das Ganze etwas realistischer anfühlt, ziehe ich ins Wohnzimmer. Da ist auch gleich die Küche und statt auf knapp 35 Quadratmetern wohne ich jetzt auf 14 plus Küche. Ich kalkuliere damit, dass mein Modell-WG-Zimmer in einer größeren WG etwa 545 Euro kosten würde. Das entspricht der Durchschnittsmiete umgerechnet auf meine Quadratmeter. Das heißt, mir bleibt am Tag 6,65 Euro über. Aber du musst ja auch noch so Sachen zahlen wie Semesterbeitrag. Ah, okay. Und das bleiben nicht die einzigen Fixkosten. Handy, Streamingdienste, Körperpflege, Klamotten, Reisen nach zu Hause, Lernmittel. Oh nee, das ist ja mein Geld schwindet. Ich orientiere mich bei den Ausgaben an meinem eigenen Studileben und den durchschnittlichen Ausgaben laut dem Deutschen Studentenwerk. Auch Ausgaben für Klopapier, Gewürze und Dinge, die ich wirklich brauche, mir aber nicht extra für den Selbstversuch neu kaufe, kalkuliere ich mit ein. Gut, dann habe ich jetzt alles aufgeschrieben. Mir bleiben 1,18 Euro. Scheiße. Gibt es sonst noch irgendwas, was du einsparen kannst? Na gut, dann fahre ich eben nur zweimal im Jahr nach Hause. Also, dann habe ich 54 Cent. Halt durch 2, dann kann ich nochmal plus 0,27 draufrechnen. Dann fährt man halt irgendwie nur zu Weihnachten und zum Geburtstag oder so. Außerdem kicke ich die Streamingdienste und reduziere auch noch meine Zahnarztausgaben. Und wenn ich das alles kürze, habe ich 1,74 Euro. Und ich rechne nochmal aus, was ich in der Woche hätte. Habe. Oh Gott. Genau, das sind 12,18 Euro. Also es wird anders. Es wird einfach ein anderes Leben, als ich sonst jetzt führe. Puh, und gleich muss ich auch noch einkaufen gehen.
aber erstmal Zimmer umräumen. Ich gehe jetzt in den Discounter rein. Ich hoffe, ich gebe nicht so viel Geld aus. Also, ich liebe halt Gemüse und Obst. Musste ich bei ganz viel einfach vorbeigehen. Hab hier eine kleine Ausbeute. Nudeln. 49 Cent. Salat. 59 Cent. Gurke 59 Cent. Graubrot. Ich habe mir überlegt, deswegen habe ich auch die Scheiben genommen, dass ich mir die halbiere am Morgen und immer nur eine Scheibe esse. Ich glaube, ich habe noch nie eine einzelne Tomate gekauft. Aber die hat 27 Cent gekostet. Dann eine einzelne Karotte. Und dann habe ich natürlich meinen Kassenbon kontrolliert und dann war ich so, also das ist jetzt ganz schön teuer. Und dann bin ich nochmal reingegangen und meinte so, entschuldigen Sie, das kann doch nicht so sein. Und dann habe ich Geld wiederbekommen. Und ich habe jetzt wieder 13 Cent wiederbekommen. Jetzt habe ich 2,74 Euro ausgegeben. Dafür habe ich halt jetzt ein bisschen größere Sachen. Ich zeige euch gleich mal zu Hause, was ich mir jetzt zum Mittag mache. Es wird spartanisch. Gleich treffe ich noch jemanden aus unserer Community, der BAföG bekommt. Aber erstmal essen. Hätte ich nicht gespart heute, hätte ich auf jeden Fall noch Feta drin oder Mozzarella. Bin mal gespannt, ob mich das lange satt hält. Ich treffe mich jetzt mit Sebastian. Sebastian studiert hier in München und bekommt auch BAföG. Und ich will ihn fragen, wie er mit der Kohle klarkommt. Sebastian studiert soziale Arbeit und lebt in einer Dreier-WG. Krass, schön. Wenn ich fragen darf, was zahlt ihr hier für die Wohnung? Und wie? Wir zahlen insgesamt 1.300. Ein bisschen mehr als 400 hier, ne? Genau. Vorher hat Sebastian etwas außerhalb gewohnt, auf 9 Quadratmetern mit Toilette auf dem Gang. Und wie ist er jetzt an diese coole WG gekommen? War die günstiger, weil sie euch die ein bisschen abgerockt abgegeben haben und ihr musstet was draus machen? Nee, wir sind tatsächlich in so eine Art München-Modell. Also diese Wohnung ist allgemein billiger vermietet oder günstiger vermietet für quasi Personen mit geringerem Einkommen. Okay, dann macht es auch Sinn, dass sie ein Ticken günstiger ist. Ja, oder? Weil auf dem normalen Wohnungsmarkt wäre die einfach gefühlt doppelt so teuer. Genau. Ihr könnt euch also erkundigen, ob ihr auch Anspruch auf eine vergünstigte Wohnung habt. Allerdings ist die Konkurrenz groß und ihr braucht ein bisschen Glück. So wie Sebastian. Und wie sieht's bei ihm eigentlich im WG-Kühlschrank aus? Tada! Okay, er ist auf jeden Fall voller als meiner. Ihr habt ja nice Shit. Den kann er sich nicht nur wegen der günstigen Wohnung leisten, sondern auch, weil er nebenher jobbt. Bei seinem Studium ist das gut möglich. Allein nur dieser BAföG-Satz ist wahrscheinlich für München gerade zu wenig. Jetzt mit den Möglichkeiten, noch arbeiten zu gehen, ist es eigentlich, also kann man ganz gut klarkommen. Ja. Bei Sebastian läuft es also gut mit Nebenjob plus BAföG. Das war aber nicht immer so. Bei seinem ersten BAföG-Antrag ging erstmal alles schief. Als ich das erste Mal eben gemacht habe, da habe ich erstmal überhaupt nicht durchgecheckt. Meine Eltern haben auch nicht durchgecheckt. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich einen Bescheid bekommen. Und dann habe ich den aufgemacht, angeguckt und mir gedacht, okay, scheiße, kannst das Studium eh schmeißen, weil das reicht mir niemals. Das waren 147 Euro im Monat. Also da kann ich mir auf jeden Fall nichts leisten in München. Da kann ich mir vielleicht 5 Bier leisten. Ja. Wie wenig sollen die Eltern noch verdienen, dass man irgendwie mehr BAföG bekommt. Eine Freundin gibt Sebastian den Tipp, dass er Widerspruch einlegen soll. Ein entscheidender Hinweis, der ihm richtig Kohle bringt. Genau, und dann dachte ich mir, ja gut, dann mache ich das einfach auch mal. habe eben Widerspruch eingelegt. Dann wurde eben mein Antrag neu berechnet und dann bin ich auf 628 Euro im Monat gekommen. Krass, ist ja schon ein doller Unterschied, ne? Das Amt ging davon aus, dass Sebastian viel mehr Geld zur Verfügung hat, als es tatsächlich der Fall war. Durch den Widerspruch konnte er das richtigstellen. Mein Fazit mit dem Treffen von Sebastian: Die haben eine richtig, richtig fancy Wohnung. Die hatten aber auch mega Glück. Dementsprechend kommt er aber auch mit seinem Geld zurecht. Und ich lebe jetzt weiter mit meinen 1,74 und hoffe, dass es auch bei mir so gut läuft. Mal schauen. Wisst ihr, was das Gute ist? Wenn man keine Soßen bei Nudeln hat, dann schmeckt man den Teiggeschmack. Und ich liebe Teig. Ich habe gerade beim Kräuterfinden übrigens noch diese Süßigkeiten gefunden. Und jetzt fühle ich mich schlecht, ob ich sie essen darf oder nicht. Ich habe die mal geschenkt bekommen. Und Geschenke zählen noch nicht, oder? Guten Morgen. Also außer, dass ich noch total müde bin, war es kein Unterschied, hier zu pennen. Ich dachte auch, der Kühlschrank stört mich.
Aber irgendwie ist der leise. Vielleicht, weil ich an den nicht mehr reingegangen bin oder weil er so leer ist. Also, ihr Lieben, ich muss euch was sagen. Gestern Abend konnte ich ja noch sagen, dass die Süßigkeiten Geschenke waren und ich die deswegen einfach gegessen habe. Hätte ich die nämlich, glaube ich, abgezogen von meinem Gehalt. Es sind da nämlich noch ein paar Brownies geworden, muss ich ehrlich sagen. Wären das 6 Euro gewesen. Also ich habe gestern Abend einen richtig kleinen Süßigkeitenflash gehabt. Und es geht ja nicht. Also ich kann ja, also das waren Geschenke, das ist für mich in Ordnung. Aber jetzt sage ich euch, was heute früh passiert ist. Ich brauchte gerade meinen Kaffee. Ich brauchte gerade einfach meinen Kaffee. Ich genieße ihn gerade auch und ich brauchte ihn. Das heißt, ich wäre jetzt schon bei 3,04 Euro. Und ich bin jetzt noch nicht rausgegangen und ich möchte eigentlich ja auch leben. Studileben ist ja auch, dass man Sachen macht. Und ich will jetzt nicht den ganzen Tag nur irgendwie hier im Bett liegen. Ich möchte rausgehen können. Ich möchte auch vielleicht, wenn ich jetzt ans Wochenende denke, vielleicht 1, 2 Freunde einladen und vielleicht was kochen. Und ich komme da nicht weiter. Das heißt, ich muss mir jetzt was überlegen. Ich glaube, auch was Sebastian gestern zu mir meinte, die einzige Option ist, mir einen Nebenjob zu suchen. Weil dann ist da ein bisschen Flexibilität einfach bei Aktivitäten drin und auch ein bisschen mehr Essen. Also, ich habe mir jetzt einen Babysitter-Job geklärt. Und das freut mich. Ich hoffe, es läuft gut. Ich sage euch dann, wie viel Geld ich danach habe. Das sage ich euch jetzt noch nicht, aber ich werde dann mehr Geld haben. Yay! Ich bin der Babysitter von der ganzen. So, ich komme jetzt gerade vom Babysitten und ich habe. Yay! 20 Euro mehr! 20 Euro mehr! Darauf erstmal ein Glas kalte Nudeln von gestern. Wenigstens kann ich mir jetzt abends noch Käse obendrauf zur Abwechslung leisten. Aber ich will in den nächsten Tagen noch ausgehen. Das wird wahrscheinlich trotzdem ziemlich knapp. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mir mehrere Meinungen von euch aus der Community zum Thema BAföG anschaue. Und Sebastian habe ich getroffen. Aber wir haben ja auch einen Community-Aufruf über unseren YouTube-Tab gemacht. Und da sind echt viele Kommentare von euch reingekommen. Sie bräuchten also BAföG. So. Ihre Eltern haben am Donnerstag vor 3 Jahren doppelt Käse auf ihrer Pizza bestellt. Scheint so, als hätten sie genug Geld. Viele von euch beschweren sich, dass sie kein BAföG kriegen, weil die Verdienstgrenzen für Eltern zu streng wären. Andere sagen, dass ihre Eltern zwar Geld haben, aber kaum etwas davon bei ihnen ankommt. Mit euren Kommentaren gehe ich jetzt zu Svenja Thelen von der Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Sie setzt sich für BAföG-Reform ein. Der DGB hat einen alternativen BAföG-Bericht veröffentlicht, in dem sehr viele Probleme aufgelistet sind, die es mit dem BAföG geben soll. Was sagst du denn generell zu dem BAföG-Satz gerade? Der ist zu niedrig, wenn man den im Ganzen anschaut, wenn man so die Mietkosten betrachtet. Also das besteht echt schon eine große Diskrepanz, muss man sagen. Voll, ja, es ist total schade. Also ihr auch von der Community hattet unterschiedliche Sachen geschrieben. Also da kam auch ein Jahr in Chemnitz reicht's uns aus und dann war irgendwer geschrieben, ja, München lange nicht. Und eine Person von euch hat sogar geschrieben, ich schleppe mich gerade irgendwie durchs Bachelorstudium, Master muss ich mir dann nochmal ganz genau überlegen. Und es ist halt super schade, wenn Leute den Drive haben und aber aufgrund von Finanzen es halt nicht machen können. Und genau das ist das große Problem. Also es kann nicht sein, dass es am Geldbeutel der Eltern liegt oder am Elternhaus und an der Situation zu Hause, ob ich studieren kann oder nicht, ob ich Abitur machen kann oder nicht. Viele in der Community haben geschrieben, als auch Sebastian, den ich getroffen habe, das BAföG-Geld reicht nicht aus, aber wenn ich arbeiten gehe und einen Nebenjob mache, dann reicht's aus. Was hältst du von dem Gedanken generell? Erstmal nicht so viel, weil es natürlich in den meisten Studiengängen ein Vollzeitstudium ist. Und das heißt, dass das Studium an sich auch darauf ausgerichtet ist, dass man Vollzeit studiert. Und da geht es ja insbesondere um die Regelstudienzeit. Und schaffe ich das eigentlich? Oder falle ich da hinten raus? Und wie sieht das dann eigentlich aus? Das ist ein Problem am Ende des Studiums, wenn man BAföG bekommt und zusätzlich den Nebenjob hat und dann vielleicht ins Straucheln gerät, weil man dann doch länger fürs Studium braucht. Dann bekommt man vielleicht eventuell hinterher gar kein BAföG mehr, weil man über die Regelstudienzeit hinausschießt. Und das ist gar nicht so ein kleines Problem. Tatsächlich ist es so, dass nur 1/3 aller Abschlüsse in der Regelstudienzeit geschafft werden. Viele aus unserer Community bekommen kein BAföG, aber auch kein Geld von den Eltern. Svenja kennt dieses Problem und fordert deswegen elternunabhängiges BAföG.
Wir fordern in dem ersten Schritt erstmal, dass die Freibeträge auch erhöht werden, sodass viel mehr Studierende überhaupt einen BAföG-Anspruch haben. Aktuell sind das 11% der gefördert, also 11% Geförderte im BAföG. Das war 1971, als das BAföG eingeführt wurde, waren es eben 45%. Und ach, das heftig. Ist ein richtiger krasser Abfall. Komisch, oder? Sehr sogar. Das hatten wir eh schon vor, aber also jetzt bestärkt es mich noch mehr, dass wir da auf jeden Fall im Bildungsministerium noch mal nachfragen, wie sowas sein kann. Und das mache ich jetzt und will dabei auch wissen, warum diese Probleme nicht schon längst von der Politik angepackt wurden. Heute Abend will ich noch ausgehen. Und dafür habe ich meine Kollegin Lisa eingeladen, die auch die Autorin von diesem Film ist. Deswegen gehe ich jetzt aber das nächste Mal wieder zum Discounter. Das heißt, ich wette, ich werde heute 10 Euro los oder 15. Ich hoffe nicht so viel. So, der Kameramann und ich sind jetzt hier alleine. Lisa muss noch draußen warten, denn ich habe sie ja zum Abendessen und Drinks eingeladen. Was mache ich? Ich mache so Tortillas mit so ein bisschen Tomatensauce, Mais und Salat. Das ist übrigens der Salat, das bleibt unter uns, den ich heute Mittag nicht gegessen habe. Muffins sind schon im Ofen, guck mal. Mal sehen, wie sie es findet. Also sie weiß wirklich gar nichts, I promise. Hallo! So. Das hast du mal schön gemacht. Ja, oder? Ich hoffe, wir werden morgen nicht den Kopfschmerzen unseres Lebens haben. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Also es gibt auf jeden Fall mehr zu essen, als ich dachte. Ja. Ich muss halt gucken nach dem Abend, wie krass ich die nächsten Tage haushalten muss. Auf uns. Auf uns. Finde den lecker. Das schmeckt gut. Und jetzt kommt der Wein in den To-Go-Becher und ab geht's. Ich habe mir für den Abend nämlich diesen schönen, aber kostenlosen Spot ausgesucht. Ja, okay, dann müssen wir jetzt hier hoch. Jo. Mist, wir missbrauchten das fürs Bein. Oh, shit. Ja, schön. Geil. Hast du sehr schön ausgesucht. Ja, danke. Also an dem Punkt hätte ich den Nebenjob nicht gemacht, wäre nichts mehr drin. Ich habe im Studium schon auch immer sehr gerechnet mit dem BAföG. Ja. Am Monatsende war es ja schon manchmal knapp. Ja. Ich habe halt erst in Köln studiert und da war es halt so easy mit dem BAföG. Ja. Dann bin ich hier nach München gekommen, weil ich halt auf die Journalistenschule gehen wollte. Es ist halt echt so, ach du Scheiße, wie soll ich hier leben? Würdest du trotzdem noch mal nach München als Student oder Studentin gehen? Oder bist du jetzt an dem Punkt, dass du sagst, nee, man war schon krass eingeschränkt und nächstes Mal würde ich mir das noch mal überlegen? Nee, ich fand das schon gut. Ich hätte mich auch damals nie über das BAföG beschwert. Ich war einfach total dankbar, dass es das gibt. In vielen Ländern gibt es das ja auch gar nicht. Aber trotzdem gibt es halt Dinge, die besser laufen könnten. Cheers! Ich hatte das ja so verstanden, dass du mich jetzt einlädst, aber jetzt habe ich gerade erfahren, dass das ein Missverständnis zu sein scheint. Also, ich dachte, ich lade dich nach Hause ein. Ach so. Und jetzt noch auf Jinx? Nee. Nee? Nee. Also, wenn ich dich jetzt noch auf ein Bier einladen musste, dann sind da sind meine Finanzen gesprengt. Ich bin froh, wenn ich mir mein eigenes Getränk noch leisten kann. Zu teuer. Zu teuer. Bier 3,20, Wein 4,90. Also hier ist der Wein bei 2,60. Also das wäre für mich in Ordnung. Ja, dann. Dann gehen wir hier rein. Also ich habe nur 2,60 bezahlt. Der Wein war zwar nicht so teuer, aber insgesamt bin ich trotzdem bei knapp 10 Euro. Nur für diesen einen Abend. Das wäre ja fast ein ganzes Wochen-BAföG. Also ihr könnt einen Weggeabend machen mit wenig Kohle, aber er ist begrenzt. Ja, und ohne Nebenjob geht's eigentlich nicht. Ohne Nebenjob geht's nicht. Und mal sehen, wie mein Wochenende wird. Aber ich fand's so schön. Ja, ich fand's auch. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Also ich habe jetzt noch 17,36 über nach meinem Abend gestern. Der hat halt wirklich reingehauen. Und ich muss noch 4 ganze Tage überbrücken. Ob mir das Geld reicht? Ja, das Wochenende wird auf jeden Fall ein bisschen low budget. Also jetzt bin ich gerade ein bisschen genervt, weil ich am Umplanen bin für morgen. Und irgendwie ist dieser MVV-Bereich mit einem Studi-Ticket erreichbar. Aber da gehört halt nicht alles zu. Und wenn man irgendwie an ein paar Seen fahren will oder in die Berge, muss man drauf zahlen. Das ist nicht günstig. Also da zahlt man eigentlich Hin- und Rückfahrt irgendwie 13, 15 Euro. Mein Wunschspot kann ich mir deshalb leider nicht leisten. Aber was anderes.
for free hier ans Wasser gekommen, ist gemütlich. Und mein Mitbringsel fürs kleine Picknick sind die Törtchen, die hatte ich noch über. Ist top. Mittagszeit. Ich habe mir jetzt mit meinem komplett restlichen Salat und mit meinen übrigen Nudeln noch so Nudelsalat gemacht. Und der schmeckt auch. Und jetzt kommt sie. Die große Abrechnung. Ich habe insgesamt 31,58 ausgegeben in den ganzen Tagen. Also bis heute eingerechnet noch mein Abendessen. Und das heißt, ich habe 60 Cent über. Eigentlich sollte ich mich freuen. Aber ich bin schon etwas ernüchtert davon, dass es beim BAföG noch so viele Probleme gibt. Am Anfang des Experiments habe ich mich ja gefragt, ob man in einer Stadt wie München mit BAföG leben kann. Und meine Meinung ist, ohne Nebenjob nicht. Also hätte ich diesen Babysitterjob nicht gemacht, dann wäre ich nicht klargekommen. Dann hätte ich nur zu Hause sitzen müssen und hätte gar nicht rausgehen können, gar keine Leute treffen und auch wirklich nur ganzen Tag Brot mit Olivenöl. Da wäre nichts anderes drin gewesen. Mit einem Nebenjob war es möglich, eingeschränkt, aber möglich. Und es bedarf viel Planung. Aber wieso passt das BAföG nicht besser zu den Mietpreisen? Und warum bekommen viele Menschen kein BAföG, obwohl ihre Eltern ihnen kaum oder kein Geld geben? Das Bildungsministerium hat mir geantwortet. Entspannung auf dem Wohnungsmarkt könne es nur durch mehr Wohnraum geben. Das Ministerium fühlt sich also nicht so ganz dafür zuständig. Warum man dafür bestraft wird, wenn man das Studium wegen eines Nebenjobs nicht in der Regelstudienzeit schafft, darauf gehen sie nicht ein, sondern verweisen nur darauf, dass man ja Geld dazu verdienen darf. Die Menschen in Deutschland würden außerdem mehr Geld verdienen als früher und deshalb würden weniger Studierende BAföG brauchen. Die Idee, das BAföG unabhängig von den Eltern auszuzahlen, finden sie nicht gut. Allerdings will die Bildungsministerin selbst jetzt auch eine Reform, aber erst nach der Bundestagswahl 2021. Zum Beispiel sollen Studierende mehr Zeit fürs Studium kriegen. Meine Frage, warum diese Reform nicht schon längst passiert ist, wurde leider nicht beantwortet. Ich finde, die Kritik BAföG gegenüber ist berechtigt, weil man sollte ja seinen Studienort nicht auswählen, wie teuer oder günstig der Studienort ist, sondern wo man möglichst die beste Ausbildung bekommt. Und hier zum Beispiel in München, die Uni hat ja auch voll den guten Ruf. Und es kann ja nicht nur sein, dass Leute vielleicht aus Familien mit viel Geld oder selber mit einem akademischen Background dann hier alles studieren. Dann ist eine Stadt nicht divers. Und es ist ja auch unfair für andere, die hier einfach auch gerne studieren wollen und es da nicht können. Also es geht für mich überhaupt nicht klar. Ich bin schon echt froh, dass ich jetzt wieder mehr Kohle habe. Wie ist denn das bei euch? Bekommt ihr aktuell BAföG oder habt BAföG mal bekommen? Schreibt mir mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Wenn ihr regelmäßig die Pulsreportage sehen wollt, dann lasst uns hier mal ein Abo da, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und hier in der Reportage seht ihr, wie krass teilweise die Wohnungsnot für Studierende ist. Und hier haben sich Ari und Mani mal angeguckt, ob das Studium der richtige Zeitpunkt ist, ein Kind zu bekommen. Tschüss!